Herzlich willkommen. Bilden Sie sich ja nicht ein, dass wir diese konterrevolutionäre Situation nicht in den Griff bekommen. Da haben wir schon ganz andere Zeiten erlebt. Was wollten Sie in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik? Eins verspreche ich Ihnen, wenn Sie hier weiter schweigen und irgendwas passiert hier heute Abend in Berlin, dann ziehe ich Ihnen persönlich den Arsch über die Ohren. Ausziehen. Runter mit der Hose. Auch das Höschen. Rücken. Backen auseinander. Mit den Händen wie sonst. Wollen auch Ihre Geschlechtsteile sehen. Schön langsam. Schauen Sie geradeaus. Ganz ruhig, nicht bewegen. Sind Sie taub? Machen Sie, was man Ihnen sagt. Schauen Sie bitte direkt in die Linse. Gesicht zur Wand. Kommen Sie! Stehen Sie! Gehen Sie! Gesicht zur Wand. Stehen Sie! Zur Wand, habe ich gesagt! Kommen Sie! Gehen Sie! Jetzt passen Sie mal auf. Sie arbeiten nicht gegen uns. Wir finden Sie. Egal wo. Und wenn wir Sie wirklich aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen sollten, auch im Westen. Autounfälle gibt's überall, nicht wahr? Sie meinen, das sei eine Drohung? Natürlich. Was denn sonst? Sieben. Durchgedreht.